herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, the Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Krebs, du bist natürlich hier, um dir deine Märzlegung und Botschaft von der geistigen Welt bei mir abzuholen. Ja, ich hoffe, du bist wohlauf und ich heiße dich hier ganz, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich freue mich hier immer über ein Like, über Kommentare auch. Ich beantworte sie auch alle immer persönlich. Und natürlich, wenn du dir meine Angebote, die Dienstleistungen, die ich habe, unten in der Videobeschreibung auch mal durchschaust. Das ist nämlich jede Menge und das ist sehr, sehr starke und wirksame Heilarbeit, die ich hier anpreise, wie du es wahrscheinlich so noch gar nie irgendwo gefunden hast. Also schau dir die Dinge mal durch und ja, aber lass uns gleich mal zu deiner medialen Botschaft kommen für den Monat März. Ich werde die Legung übrigens mit diesem wunderschönen Lenormand-Deck für dich dann machen. Ich werde auch, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte noch zusätzlich eine Karte decken, werde ich es mit dem Rider-Waite-Tarot machen von Rider-Waite-Tarot von Rider-Waite, ja. Und am Ende werde ich dir auch noch eine kleine mystische Botschaft mit auf den Weg geben von der geistigen Welt hier mit den Energieportalkarten. Ich werde die jetzt schon für dich ziehen und wir werden sie am Ende der Legung noch für dich eröffnen. Ja, warum habe ich eigentlich gar kein mediales Bild so bekommen, als ich ein bisschen mich connected habe mit deinem Zeichen und den kosmischen Energien für dich? Ich habe dafür eine Melodie für dich empfangen und zwar geht die, es ist ein älteres Lied, ich weiß nicht, ob es aus den 50er oder 60er Jahren ist, ich weiß auch nicht, wer es singt, ganz ehrlich, aber sie wurde mir immer wieder ein bisschen gespielt, also sie rang mir in den Ohren und es heißt What a Difference a Day Made. Die Melodie geht so in diesem Sinne. What a difference a day made. 24 little hours. Du kennst das definitiv, ja. Ich bin nicht die beste Sängerin, aber ich glaube, du kennst diese Melodie. Und sie ist für dich bestimmt im März, lieber Krebs, was auch immer das bedeutet für dich. Auf Deutsch übersetzt heißt es, was für einen Unterschied ein Tag machen kann. 24 kleine Stunden. Wow. Gut, und nun lass uns deine Mystery Card ziehen hier, die wir am Ende der Legung miteinander anschauen wollen, die Botschaft der geistigen Welt an dich. Ich schaue sie mir natürlich auch noch nicht an. Und nun lass uns in deine Legung starten, lieber Krebs, für den Monat März. Was ich ein bisschen empfinde, gut, das Lied selbst sagt ja schon fast alles aus, aber ich glaube, vielleicht hast du dich in einer Missstimmung gefunden, befindest dich in einer schwierigen Lebensphase, vielleicht befindest du dich vor einer schwierigen Entscheidung, lieber Krebs, was auch immer ansteht. Vielleicht hattest du Streit, Konflikte mit Familie, mit deinem Partner. Und weißt du, kennst du das? Also das ist zum Beispiel in Hawaii auch eine Regel des Ho'oponoponos, dass man eine 24 Stunden Schweigepause macht in solchen Dingen. Wir sagen eher, schlaf mal darüber und am nächsten Tag sieht das manchmal ganz, ganz anders aus. Und ich glaube, das will dir hier ein bisschen die mediale Botschaft damit sagen. Schlaf drüber, weil der Krebs ist ein Wasserzeichen und mit dem Mond verbunden, mit der weiblichen Seele auch. Und Krebse sind oft mit dem Zyklus vom Mond sehr, sehr verbunden. Das heißt, auch ihre Schwingungen und Launen und Gefühle gehen oft in diesen Zyklen rauf und runter. Und ja, Krebs,
es gehört halt einfach zu dir. Es ist sicher nicht die leichteste Wahl eines Sonnenzeichens. Übrigens, ja, schau dir vielleicht mal die Videos an über den 13. Aspekt, den ich hier integriere. Das heißt, ich integriere auch das 13. Sonnenzeichen, der Schlangenträger. Das ist einfach, das gehört in die neue Zeit hinein. Und ich habe 3 Videos gemacht dazu, Teil 1, 2 und 3. Schau sie dir bitte an, wenn es dich interessiert. Im Upload findest du die. Du musst nur scrollen. Und schau dir dann die Liste an in meinem Community-Bereich, wo du nachschauen kannst, ob du eigentlich wirklich, wenn man den 13. integriert, ein Krebs bist. Ja, genau. Könnte nämlich sein, dass du das gar nicht bist. Und wie gesagt, das sind allgemeine Legungen. Sollte sie nicht stimmig sein, schau dir auf jeden Fall Aszendent, Mond und Venuszeichen noch an. Am besten tust du den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst du hier auch kein Upload. Ja? Gut, und nun Krebs allgemein. Allgemein für den Krebs. Allgemein Krebs. Monat März bitte. Oh, ja. Also ich habe, vielleicht bist du hier jemandem, also du bist hier vielleicht auf ein Geheimnis gestoßen, lieber Krebs. Das Buch kann andeuten, natürlich immer, dass man sich Wissen aneignet. Ja, kann auch für ein Studium stehen, ein neues oder etwas, was du, oder einen Kurs, einen Workshop, vielleicht auch in deinem Beruf, dass du etwas neu lernst, kann auch dafür stehen, dass etwas noch nicht spruchreif ist, dass es noch geheim gehalten werden sollte oder eben auch, dass du hier auf ein geheimes Wissen stoßt oder auf ein Geheimnis, das vielleicht auch eine Person oder dein Umfeld vor dir verborgen hielt. Puh, warum sage ich das jetzt so? Weil wir haben hier die Sense und den Ring noch. So gehört das. Jawohl. Die Sense ist hier, der Ring hier. Die Sense zeigt in diesen Kreislauf hinein. Ein Ring bedeutet ein Kreislauf auch, aber auch etwas Verbindliches. Das kann ein Vertrag sein, ein Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag, Verträge im Allgemeinen. Es kann ein Seelenvertrag sein oder es kann natürlich eine feste Verbindung sein, eine feste Beziehung. Und die Sense zeigt eigentlich hier in den Ring hinein. Und du siehst schon mit der Bewegung, die ich tue, was das unter Umständen bedeuten könnte. Es könnte hier sein, dass etwas, dass du hier an ein Geheimnis gekommen bist. Das können Intrigen sein oder was auch immer es ist, etwas, was man vor dir verborgen gehalten hat, vielleicht irgendeine schräge Sache im Mietvertrag oder eben auch in deiner Partnerschaft wirst du an ein verborgenes Geheimnis herankommen, wo hier mit der Sense du definitiv entscheiden wirst, dass du das beenden wirst. Und zwar relativ rassig hier mit der Sense. Es kann sein, dass das, was dir hier offenbart wurde, dich überrascht hat. Vielleicht ist das schon der Fall jetzt, weil das steht für Ende Februar, Anfang März, dass dich das ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, ja, und du den Gedanken hast, das aufzulösen. Aber eben denk an das Lied. What a difference a day made. Handle hier vielleicht doch, ich fühle dir das zu sagen, nicht zu emotional, nicht zu schnell. Mhm. Ja. Forsche diplomatisch nach, versuch aus deinen Gefühlen herauszukommen und schlaf drüber und schaust dir dann von einer gewissen Distanz an und frage nach, wenn du Fragen hast, um das vielleicht, was hier geschehen ist, besser zu verstehen. Vielleicht hat natürlich auch jemand gewisse Geheimnisse über dich herausgefunden, lieber Krebs, und du weißt, die Konsequenz wird sein, das aufzulösen. Und wenn das der Fall ist, bitte vielleicht diese Person oder was auch immer es ist, eine Nacht darüber noch zu schlafen. Ja,
Das fühle ich hier absolut klar, dir zu sagen hier. Lass uns zu Finanzen und Beruf kommen für dich im Monat März, lieber Krebs. Bitte. Spirit. Finanzen, Beruf. Was geht bei dem Krebs in diesem Bereich, bitte? Wir haben das Häusliche, wir haben das Öffentliche. Und wir haben auch hier wieder eine Person. Siehst du, hier könnte es sich ja auch um eine geschäftliche Verbindung gehandelt haben. Ja, weil wir haben hier definitiv das Haus. Und das Haus ist ein Geschäft. Oft ist es dein eigenes oder dein eigenes Geschäft. Muss aber nicht sein. Es ist auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch das Haus der Bereich der Familie, also der Kommune auch. Aber im Finanzbereich würde ich es hier jetzt als ein Geschäft deuten, dort, wo du arbeitest. Oder vielleicht bist du eben auch selbstständig. Ich fühle hier, du machst vielleicht sogar eine öffentliche Arbeit. Ja? Das ist vielleicht dein Bereich, im Bereich Werbung, Kommunikation. Vielleicht bist du auch ein Influencer oder vielleicht ein YouTuber, so wie ich. Was auch immer das bedeutet hier, kommst du auf jeden Fall. Du hast sicher hier mit Menschen zu tun und musst mit deinem Produkt, wo du hast, oder mit dem Beruf, wo du hast, eher mit der Öffentlichkeit auch arbeiten, weil das ist der Garten und der Garten zeigt immer einen öffentlichen Platz, einen öffentlichen Bereich an. Vielleicht wolltest du dich hier auch zusammentun mit jemandem, ja, und das hat nicht ganz so funktioniert, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Vielleicht ist das auch das Buch. Du hast vielleicht nicht gut zwischen den Zeilen gelesen, lieber Krebs. Und jetzt kommt ein bisschen die Überraschung auf dich zu. Es könnte aber eben auch wirklich bedeuten, dass du hier etwas, was du im beruflichen Bereich bereits ein bisschen dir überlegt hast, was noch nicht spruchreif ist, dass du das präsentieren wirst, ja, und dass das tatsächlich dann eine Geschäftsverbindung wird. Dann wäre die Sense hier als etwas zu deuten, wo du sagen könntest, jawohl, jetzt kann ich auch meine Früchte hier ernten, ja. Vielleicht hast du hier etwas Neues tatsächlich gelernt, wo dir hier im geschäftlichen Bereich auch wieder Erfolg geben wird oder zumindest wirst du das hoffen. Ja, diese Person kann natürlich auch dein Partner sein, wo ihr gemeinsam ein Geschäft hattet, ja, oder aufbauen wolltet, je nachdem. Und das könnte hier sein, dass das irgendwie aufgrund eines Geheimnisses, wo du herausfinden wirst, lieber Krebs, dass das scheitern wird. Ja, fühle ich so heraus. Lass es mich wissen. Ich habe die Kommentare ja alle offen, beziehungsweise man kann bei mir kommentieren. Und ich freue mich auch immer extrem darüber. Ich lese sie alle und ich beantworte sie auch alle ganz persönlich. Lass mich wissen, ob es stimmig ist. Wie gesagt, wenn nicht, Aszendent, Mond, Venus noch anschauen, bitte. Jetzt kommen wir nämlich in den Bereich Liebe und Beziehung für den Krebs. Spirit, bitte. Monat März, Krebs. Liebe und Beziehung. Wow. Wow. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Version. Ja, da werde ich jetzt gerade raufgepusht, das noch dir sagen zu müssen. Sollte übrigens ein Meister oder ein Engel in deine Legung kommen oder dich hier im März bewusst unterstützen wollen, würde ich es dir mitteilen. Bis jetzt habe ich noch keine spezifische Energie hier gesehen. Hat sich auch noch niemand jetzt gerade in deine Legung vorgestellt. Aber es könnte auch sein, lieber Krebs, dass du hier ein Studium oder eine Ausbildung oder etwas ganz Neues, vielleicht mit oder ohne Partner, dir überlegst, das auch im Ausland zu tun. Vielleicht hast du im Ausland jemanden kennengelernt oder vielleicht muss nicht mal Ausland sein, vielleicht ein bisschen
weiter weg von dem Ort, wo du lebst. Und aufgrund dieser Liebe, dieser Verbindung, hast du dich entschlossen, vielleicht ist es jetzt noch nicht ganz spruchreif, aber du wirst darüber reden, hier mit der Sense, ihr beide, dass vielleicht der eine oder der andere sein Leben hier aufgibt, vielleicht auch sein Geschäft, und dass ihr zusammenkommt hier. Wenn du Single bist, dann würde ich dir empfehlen, wenn es irgendeinen ganz speziellen, interessanten Retreat irgendwo gibt oder ein Kurs oder irgend sowas, irgendetwas, was du lernen kannst und der vielleicht im Ausland ist oder vielleicht in einem anderen Land oder im Land, aber nicht an deinem Ort, dann geh bitte dorthin, Krebs. Komm aus deiner Komfortzone raus, geh nach außen und vielleicht machst du einen Kurs oder ein Studium oder irgendwas. Da könnte es sein, dass du jemandem begegnest, wo das tatsächlich in eine feste Verbindung geht. Und es könnte beginnen sogar mit einer Geschäftsidee. Vielleicht arbeitet ihr im selben Bereich. Ja, weil ich habe definitiv hier die Liebe. Und wie gesagt, das kann auch eine gleichgeschlechtliche Liebe sein. Ich lege für Mann, Frau gleichgeschlechtliche Liebe. Und hier ist definitiv eine Reise angesagt. Und schau mal, schau mal. Schau mal, es bringt dich zu dem, was du dir gewünscht hast. Was auch immer das ist. Also wenn deine Frage ist, ist mein zukünftiger Lebenspartner oder mein zukünftiger Partner nicht in meinem Land, soll ich hier einen Cut machen mit allem und ins Ausland oder umziehen, dann sage ich dir ja. Und sollte der Gedanke sein, dass du mit deinem Partner selbst vielleicht einen ganz neuen Beginn machst an einem anderen Ort, wo ihr das Geschäft vielleicht irgendwo anders aufbaut, dann sage ich ja. Definitiv hier. Wow. Das ist eine fantastische Legung für dich, Krebs. Wow. Hier hat es wirklich so viel positive Energie da drin. Es kommt mir wirklich vor, eben überleg dir das Ganze, lass es ein bisschen ruhen und dann eben, what a difference a day made, 24 little hours. Es könnte sein, dass du hier auch eine Nachricht durch dieses Buch ein Geheimnis dir präsentiert wird, vielleicht von der geistigen Welt, wo deine Perspektive einfach, wo so überraschend ist, ja, dass du zuerst einmal fassen musst, was hier reingekommen ist für dich und was das für dich hier für die Zukunft eröffnen kann, nämlich das, was du dir hier wünschst. Wow. Ich bin gespannt. Lass es mich wissen. Ich fühle tatsächlich keine Energie von einem Meister oder einem Engel, der sich hier für dich meldet. Ich glaube, du bist in Tune. Es braucht es einfach nicht. Du wirst diesen Weg gehen. Es ist Schicksal. Und wenn ich eine Energie fühlen würde, dann wäre es hier wahrscheinlich die Energie von Sanat Kumara. Er ist der 13. Aspekt auch, die männliche Energie der Kundalini. Und er ist der Gründer der Weißen Bruderschaft, der aufgestiegenen Meistern, mit denen ich ja seit 36 Jahren arbeite und wo ich auch mein Studium anbiete, meine Ausbildungen, wer ein Master Medium werden will, wer mit den aufgestiegenen Meistern arbeiten möchte, oder Master Priest oder High Priest. Ich habe die mit Sanat Kumara, diese Ausbildung zusammengestellt, also auch mit dem Rest der Meister, aber die Aufforderung kam klar von ihm und natürlich auch all das Wissen über den 13. Aspekt. Also ich glaube, dass er dich hier ein bisschen lenkt, lieber Krebs, in die Richtung, die
du gehen willst und gehen sollst. Und das kann tatsächlich sehr überraschend kommen. Ja, da musste ich jetzt wieder lachen. Entschuldige. Also diejenigen, die die Ausbildung gemacht haben, bei mir wissen, warum ich jetzt lache. Ja, weil meistens die Dinge nicht so sind, wie sie am Anfang gerade scheinen. Ja, genau. Oh. Und hier haben wir deine mystische Karte noch, deine persönliche Botschaft von der geistigen Welt. Und sie heißt Sternenwesen. Heilungscodes, wichtige Informationen, Wunden werden geheilt, Energietanken. Schau mal, wie wunderschön hier die Erde ist und dieses riesige Wesen, also eben wie Sanat Kumara, er ist ja auch der uns aus dem Schlangenträger gehört ja auch der Planet Erde, ja, und der 13. ist ja mit der Schöpfungsenergie in absolut direkter Verbindung. Er kommt ja von der Zentralsonne. Also auch hier, ja, google sonst mal Sanat Kumara ein bisschen, wenn es dich interessiert. Und sonst mach natürlich eine Ausbildung bei mir, ja. Wunderschöne Karte. Lass mich hier die Botschaft noch vorlesen für dich. Sternenwesen Heilungscode 162 ist die Seitenzahl. 162. Ganz hinten. So, jetzt habe ich sie. Lieber Krebs, das ist deine Botschaft. Wenn dich die Welt zurzeit zu überwältigen scheint, wisse, dass du dich jederzeit an einen sicheren Ort zurückziehen kannst, um dich innerlich zu reinigen und neue Energie zu tanken. Vielleicht fühlst du dich berufen zur Heilung anderer Menschen und der Welt und der Wel zur Heilung anderer Menschen und der Welt beizutragen. Doch bitte achte darauf, im Gleichgewicht zu bleiben und von Licht erfüllt zu sein. Es ist nicht an der Zeit, dein eigenes Wohlergehen zu opfern, um anderen Dienst zu leisten. Lichtwesen legen dir jetzt ihre Hände auf und erfüllen dich mit göttlichem Licht, dass alle Blockaden und stagnierenden Energien weggewaschen werden, damit du wieder frei und ganz sein kannst. Sternenwesen senden Heilungscodes und Frequenzen in dein Wesen. Achte aufmerksam darauf, was dir deine Intuition in Bezug auf deinen Körper auch sagt, damit du wieder gesund werden kannst. Wow, 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 lieber Krebs, ja, das Haus steht ja am Ende auch für unseren Körper, ja. Wenn ich dir helfen kann, lieber Krebs, in diesem Prozess, also ich weiß, dass ich es kann, ich würde dir hier definitiv, um diesen Zustand zu transformieren, würde ich dir eine Power Transformation bis auf DNA-Level empfehlen mit mir oder auch eine Freischneidung natürlich, vielleicht ist das genau hier notwendig, eine Freischneidung mit Erzengel Michael. Oder was ich hier ganz, ganz stark auch herausfühle, ist das Power Healing mit Erzengel Gabriel, wo wir all deine Chakren reinigen und wieder in die richtige Schwingung bringen, in die Schwingung dieses Lebensfluss, dieses Lichtes. Schau dir unten bitte im Video, in der Beschreibung, drücke da auf Mehr, ja, und dann eröffnet sich für dich alles, was ich anbiete. Schau dir diese Heilarbeit an. Es gibt immer ein kleines Video dazu, eine kurze Info dazu. Und wenn deine Seele dir sagt und du die Antwort bekommst, ja, sowas, das oder das oder das sollte ich hier tun, dann melde dich bitte bei mir. Ja, lieber Krebs, ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe. Du weißt, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich bedanke mich auch von ganzem Herzen, was du mir und diesem Kanal schenkst. Ein Like, ein Kommentar, werde ein Kanalmitglied, geh mit mir hinter die Kulissen. Eine Spende ist auch immer eine wunderbare Überraschung für mich. Und ja,
Ich freue mich ganz besonders wieder auf dich, lieber Krebs. Bis bald und tschüss.